Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoformat. Wir stehen hier vor der Gustav-Heinemann-Schule mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Heinmuth und stellen ihm einige Fragen zur Schule und Bildung. Ganz persönlich, wie war denn deine Schulzeit und wie war deine Abi-Note? Also meine Schulzeit war eigentlich wirklich ganz okay, wobei das, glaube ich, für jede Schülerin und jeden Schüler ähnlich ist. Also es gab Höhen und Tiefen, aber ich bin gerne zur Schule gegangen. Ich bin ja auch hier im Essener Norden zur Schule gegangen, wenn auch in Altenessen, nicht jetzt hier im Stadtteil. Aber es war eine Schulzeit, die war wirklich gut, und das Gymnasium Nordost, auf das ich gegangen bin, da hat man sich viel Mühe gegeben, mich auch zum Abi zu kriegen. Das hat auch geklappt. Insofern kann ich die Frage nach der Abi-Note beantworten. 2,4 hatte ich am Ende als Durchschnitt und damit konnte ich dann auch studieren gehen. Wie man sieht, stehen wir hier vor dem Neubau der Gesamtschule Gustav-Heinemann. Wo siehst du denn die Herausforderungen? Also eine der Herausforderungen sehen wir hier schon, weil wir ganz viele Schulen haben, die wirklich marode sind und die müssen neu gebaut werden oder stark saniert werden. Das können die Kommunen nicht alleine. Darum haben wir uns schon lange dafür eingesetzt, dass es auch Bundesmittel dafür gibt. Das war auch ein grundgesetzliches Problem. Das haben wir hingekriegt. Soweit ich weiß, ist auch hier durchaus der Bund nicht ganz unbeteiligt an der Geschichte. Das muss weitergehen. Wir brauchen vernünftige Schulen, vernünftige Lernorte, und da muss auch der Bund weiter investieren und ist auch weiter gefordert. Eine der Herausforderungen. Ja, sehr schön. Corona hat, wie jeder auch weiß, die Schulentwicklung sehr hart getroffen. Wo siehst du denn die Herausforderungen? Wie siehst du die Folgen? Also Corona hat zum einen natürlich Folgen für die Kinder und Jugendlichen, die sicherlich Schwierigkeiten hatten, jetzt mit dem Lernen, mit der ganzen Geschichte weiterzukommen, ganz abgesehen von den ganz persönlichen Dingen, wenn ich meine Freunde nicht treffen kann. Wir müssen ein fettes Paket machen auf Bundesebene, Länderebene, um jeden mitnehmen zu können, um das wieder aufholen zu können, um Chancen zu geben durch entsprechende Lernförderung. Und eine Folge für mich, die ist sehr offensichtlich geworden: unsere Schulen sind einfach nicht digital genug. Da haben wir bereits ein Programm gemacht und auch da muss noch viel mehr investiert werden. Am Ende kann es nicht sein, dass zum Beispiel Homeschooling schon schlicht daran scheitert, dass Schülerinnen und Schüler das einfach nicht leisten und auch die Schulen das auf der anderen Seite nicht leisten können. Naja, da gibt es natürlich noch die ganzen Fragen, die wir jetzt bei Lüftung und Ähnlichem zu klären haben. Aber ich glaube, die zentralen Fragen für die weitere Schulentwicklung sind das, und das brauchen wir auch hier im Stadtteil. Okay, danke für die tollen Antworten.